Heute zeigen wir Ihnen die Vorteile der Installation unseres neuen EasyRail-Systems für Ultraschallmessung. Nach Kalibrierung des Messsystems auf die Messstelle ergeben die Berechnungen der Software in unserem Beispiel einen Sensorabstand von 80 mm. In diesem Abstand müssen die Ultraschallsensoren auf dem Rohr montiert werden. Zunächst tragen wir das Kontaktgel auf die Unterseite der Ultraschallsensoren auf, anschließend wird der Sensor mit Hilfe des Metallspannbands am Rohr befestigt. Nach Installation des ersten Sensors wird die Unterseite des zweiten Sensors mit Kontaktgel versehen. Der zweite Sensor wird im Abstand von 80 mm auf das Rohr montiert. Unter Zuhilfenahme eines Meterstabs wird der Abstand zwischen den beiden senkrechten Markierungen am Sensor eingestellt. Nach Arretierung des Sensors auf dem Rohr wird der Abstand zwischen den Sensoren nochmals überprüft. Damit ist die Installation der Sensoren beendet. Nun zeigen wir Ihnen die Installation mithilfe des neuen Dynasonic EasyRail Montagesystems von Vegomet. Zunächst wird mithilfe der Skala der Abstand von 80 mm eingestellt. Auf der Oberseite der Schiene ist der Abstand in Millimetern sowie in Inch für nichtmetrische Installationsumgebungen abgebildet. Über die Drehscheiben an der Oberseite der Schiene werden die Sensoren arretiert. Anschließend wird das Kontaktgel auf die Unterseite der Sensoren aufgetragen. Die Montageschiene wird auf das Rohr gesetzt und mit Hilfe von Metallbändern am Rohr befestigt. Durch das EasyRail-System wird die Montage auf dem Rohr deutlich vereinfacht. Alle beweglichen Teile sind bereits auf der Schiene montiert. Bei der Installation ist sicherzustellen, dass das EasyRail-System fest auf dem Messrohr sitzt und alle Schrauben handfest angezogen sind. Zum Schluss werden die Sensoraugen mithilfe der Spindel auf die Rohroberfläche geschraubt. Damit ist die Installation der Sensoren mithilfe des neuen EasyRail-Systems abgeschlossen.